Hallöchen, ihr Lieben. Erstmal hoffe ich, dass ihr alle ganz wundervolle Weihnachtsfeiertage hattet. Und ja, passend zum Thema wollte ich euch heute ganz gerne meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Für mich das Wichtigste an Weihnachten ist natürlich so das Zusammensein mit der Familie, weil das bei uns wirklich eigentlich immer grundsätzlich nur zu Weihnachten ja passt, dass wir alle beisammen sind. Deswegen ja, liebe ich Weihnachten, finde ich immer ganz, ganz toll. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal, was ich so Tolles bekommen habe. Als erstes zeige ich euch das Geschenk von meiner besseren Hälfte. Und zwar hat er mir eine Kette geschenkt. Und zwar diese hier. Das ist einfach so eine kleine filigrane Kette mit zwei Herzen. Finde ich super, super süß. Ich habe halt gesagt, wenn ich Schmuck trage, weil ich bin eigentlich nicht so ein Schmuckträger, ja, dann eben eher so kleinerer, filigranerer Schmuck, den ich einfach immer anhaben kann und ja, den ich eigentlich nicht unbedingt ausziehen muss. Und ja, das ist diese Kette hier, finde ich super, super süß und werde ich ab jetzt wohl immer tragen. Dann habe ich von meinen zukünftigen Schwiegereltern Ohrringe bekommen. Zwar sind die vom Stil eigentlich ganz ähnlich, das sind eben solche Kreolen. Die haben vorne so Glitzersteine drauf, passen irgendwie ganz gut zur Kette von meinem Freund. Ich weiß nicht, ob die sich da abgesprochen haben, aber ja, ich bin normalerweise nicht so der Ohrringträger. Ich habe zwar Ohrlöcher schon seitdem ich klein bin, aber ich weiß nicht, ich vertrage immer ganz viele Ohrringe nicht und ja, mir tun dann immer meine Ohren weh und die Ohrläppchen schwellen an. Muss ich mal schauen, wie das bei denen ist oder ich muss mich einfach mal wieder dran gewöhnen, Ohrringe zu tragen. Aber ja, gefallen mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Dann zeige ich euch jetzt ein super süßes Geschenk. Und zwar hat mir meine Schwester, meine kleine Schwester, etwas selber gebastelt. Und zwar das hier mit super vielen bunten Schnipseln hat sie aus Pappmaché gemacht. Ja, und das ist eben so ein Behälter, wo ich irgendwelche Sachen reinlegen kann. Finde ich super, super niedlich. Ich freue mich immer total über solche Sachen. Ja. Und von meinem kleinen Bruder habe ich ein Bild bekommen. Ich hoffe, das kann man jetzt so halbwegs erkennen. Und zwar hat er mir einen Weihnachtsmann gemalt und eine Sonne mit einer Weihnachtsmannmütze. Richtig, richtig niedlich. Ja. Dann habe ich von meinen Eltern ein Schokofondue bekommen. Und zwar dieses hier. Ich habe mich darüber riesig gefreut, weil ich meinem Freund seit Monaten in den Ohren liege, dass ich unbedingt ein Schokofondue haben will. Und irgendwie haben wir nie eins gekauft oder wenn ich eins gesehen habe in der Werbung, dann gab es das auf einmal nicht mehr oder es war schon ausverkauft. Deswegen habe ich mich riesig gefreut, ja, dass wir jetzt ein Schokofondue haben. Und da sind auch noch solche Formen dabei, wo man eben Schokolade reingießen kann. Finde ich sehr, sehr cool. Passend dazu haben wir noch Früchte bekommen. Das sind jetzt einfach so Dosenfrüchte. Und natürlich Schokolade. Von meinem Bruder und seiner Frau habe ich einmal selbstgemachte Mandeln bekommen. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe nämlich gebrannte Mandeln. Und weil meine bessere Hälfte und ich die absoluten Burger-Freaks sind, haben wir so eine Burgerpresse bekommen. Finde ich sehr, sehr cool, weil ich mir auch schon Ewigkeiten mal zugelegt haben. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir die jetzt bekommen haben. Werden wir auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Dann haben wir noch ein super süßes Bild bekommen von den Kindern von meinem Bruder. Werde ich euch jetzt leider nicht zeigen. Hier ist der Bilderrahmen. weil ich natürlich nicht weiß, ob ja, die möchten, dass die beiden im Internet zu sehen sind. Und dann haben mein Freund und ich einmal von meiner Schwester und ihrem Freund so einen Mango-Chutney bekommen. Ja, indische Art, weil viele von euch wissen vielleicht, dass mein Freund indischer Abstammung ist. Und ja, passend haben wir dann zu der Burgerpresse meines Bruders eine Orangensenfsoße von Hans im Glück bekommen. Das ist nämlich so unsere absolute Lieblingssoße, würde ich mal behaupten. Die schmeckt super, super lecker. Gibt es, wie gesagt, bei Hans im Glück und kann man da eben dementsprechend auch kaufen. Und dann haben wir noch bekommen mein Lieblings-Chai-Latte.
Ja, den gab es nämlich bei uns irgendwie im Rewe nicht mehr. Und ich habe schon gedacht, die haben den aus dem Sortiment genommen. Aber ja, in einem anderen Laden gab es den wohl noch und dann haben die uns den ja gleich mitgenommen. Und dann haben wir noch einmal von meinem Bruder so eine Mini-Wasserwaage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das sehen kann. Das ist eben so eine Wasserwaage, die man an seinen Schlüssel hängen kann. Kann vermutlich mein Freund eher was mit anfangen. Obwohl ich sagen muss, grundsätzlich, wenn wir eine Wasserwaage benutzen, sind die Sachen schief. Also Wasserwagen und wir, das passt nicht so gut zusammen. Das nächste Geschenk ist eigentlich von meinem Papa für meinen Freund gewesen, aber ich wollte es euch einfach so gerne zeigen, weil ich das vermutlich auch das öftere Mal verwenden werde. Und zwar ist es ein Cocktailbuch. Ich finde alleine diese Aufmachung von diesem Buch schon so wunderschön. Da sind super hübsche Bilder drin. Ich zeige euch das mal. Hier zum Beispiel. Also ich finde, das Buch ist super, super schön aufgemacht. Ich persönlich trinke super gerne Cocktails. Da sind natürlich auch alkoholfreie Cocktails drin, aber eben auch ganz viele, ja, ganz normale Cocktails finde ich sehr, sehr cool. Und werde ich auf jeden Fall auch des Öfteren benutzen. Und dann habe ich noch von meiner Schwester und ihrem Freund das hier bekommen. Und zwar ist das so ein Bugset. Ich bin der absolute Fan von diesen Bugsets. Da gibt es ja unendlich viele von. Ich habe da auch schon sehr viele von. Und ja, das ist eben eins für Mini-Törtchen. Da sind auch schon solche Silikonformen dabei und eben dieses schöne Backbuch. Ja, finde ich super, super schön. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Und dann haben wir noch ein super cooles Geschenk bekommen, und zwar von der Schwester meines Freundes und ihrem Mann. Und zwar, ich halte jetzt mal hier so ein paar Bilder zu. Das hier. Ja, und zwar ist es eine Karte für Kajayana in Bremen. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie bei solch einer Show gewesen. Deswegen habe ich mich riesig gefreut, dass wir da alle zusammen hinfahren werden. Sehr, sehr cool. Hätte ich auch gar nicht mit gerechnet. Also wirklich, ja, ein super cooles Geschenk. Ich habe auch noch Geld bekommen und natürlich super viele Süßigkeiten. Ich werde euch jetzt mal ein paar zeigen, weil vieles davon einfach meine Lieblingssüßigkeiten sind. Einmal Kinder Country mag ich sehr, sehr gerne. Dann Milchmäuse. Ich weiß gerade gar nicht, ob das die von Lidl oder von Aldi sind. Das ist ja so eine Nachmache von Schokobon. Schokobon mag ich auch super, super gerne. Dann diese Haribo Cupcakes. Ich habe die mal irgendwo bei so einer German Candy Challenge gesehen und ich dachte mir so, okay, habe ich noch nie gesehen. Und ja, bin dann gleich in den Laden gegangen und hatte mir die gekauft und fand die irgendwie total lecker. Und ja, dementsprechend habe ich die dann auch zu Weihnachten bekommen. Dann, was ich glaube, so zu meinen absoluten Lieblingssüßigkeiten gehört, sind diese Pralinen. Und zwar sind das so belgische Meeresfrüchte. Und ich mag komischerweise nur die von dieser Firma. Ich finde die aber irgendwie zu teuer. Dementsprechend kaufe ich die meistens nicht selber für mich. Und ja, jetzt habe ich die eben zu Weihnachten bekommen, obwohl ich habe mir sogar vor kurzem selber eine Packung gekauft, weil die nämlich im Angebot waren. Und dann noch einmal hier Lindt-Schokolade. Das sind eben auch solche Pralinen mit ja, so einer Vollmilchfüllung. Und ich glaube fast, ich habe euch jetzt schon alles gezeigt. Wir haben natürlich auch noch Karten und noch mehr Süßigkeiten bekommen, aber ich dachte, das interessiert euch jetzt vielleicht nicht so, so sehr. Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was so euer Favorite Weihnachtsgeschenk war, was ihr so bekommen habt. Und ja, dann hoffe ich natürlich wie immer, dass das Video euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!